Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich mache wieder ein Schminkvideo mit euch. Ich wollte die Produkte testen, die ich in meine Schminkbox für letzte Woche reingetan habe. Es sind wieder welche rausgekommen, das zeige ich wiederum zum Schluss. Primer habe ich schon drauf. Ich nehme diese von BH Cosmetics, die Royal Affair. Diese Farben, die finde ich ganz schick. Und ich mag ja eigentlich kein Grün, aber das Grün ist richtig gut. Ich werde das heute auch benutzen und versuchen, den letzten Look nachzuschminken. Denn ja, Augenprimer habe ich auch schon drauf und ich würde dann auch mit den Augen gleich beginnen. Diesen. Und geht mir den aufs komplette Lid. Ich weiß nicht, ob ich beide Augen wieder mit euch mache oder einzeln. Na, ich versuche mal beide Augen zu machen. Ich gucke dann, wie lange das dauert. Ich will nicht, dass die Videos zu lange gehen. Ich kann das ja dann noch rausschneiden. Und werde nochmal mit so einem von Zoeva drüber gehen, um den leicht auszublenden. Ich finde, mit den Zoeva Pinseln kann man gut ausblenden, halt nicht so teuer werden. Ich habe mir die letztes Jahr bei einem Sale geholt, bei Black Friday, genau, habe ich mir die, sonst ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Aber bei dem Black Friday habe ich mir die geholt. Da waren die um 50% reduziert und deswegen mal schauen, wie es dies Jahr ist. Weil ich würde mir gerne nochmal nur Augenpinsel von Zoeva holen. Ein Gesichtspinsel, so habe ich genug, da brauche ich keine mehr. Und die von BH Cosmetics, die sind auch gut. Blende das wieder. Ich blende das auch ein bisschen hoch. Es wird übrigens, habe ich jetzt gestern so ein bisschen aussortiert, was auch kosmetische Produkte auch, aber Duschgel und so, also aussortiert halt. Ich habe mal aufgeräumt meinen Schrank, geguckt, was ich so doppelt habe und das werde ich mit verlosen, aber nicht alles auf einmal. Im Moment habe ich noch nicht so viel aufgebraucht, deswegen wird die Verlosung später erst kommen. Dann nehme ich von Will Techniques, so ein ganz klein, und gehe in das Dunkle hier rein und setze mir das genau in die Lidfalte. Ich finde die Farben wirklich sehr gut. Die lassen sich gut verblenden. Ich dachte eher am Anfang, ist das überhaupt was für mich, gerade von Farben her, aber ich kann da nicht meckern. Ich gehe dann nochmal mit Zoeva, mit so einem Pinsel, das ist so ein flachgebundener, und verblende das nochmal. Immer so wieder. Muss mal gucken, wie lange das Video geht. Ja, das habe ich schon mal, glaube ich, gesagt, dass die Kamera nach 15 Minuten ausgeht. Nicht, dass ich mich hier weiter schminke und erzähle und die Kamera ist aus. Das ging mir schon mal beim aufgebrauchten Video, so bei dem großen, genau. Und ich war fast fertig und merke, die Kamera ist ausgegangen.
dann konnte ich noch mal von vorne anfangen. Ja, ich finde die ganz gut, die Palette. Ich verstärke das noch mal ein bisschen. Man könnte gar nicht denken, dass der so aussieht, weil der so braun ist. Und blende das wieder aus. Ich gehe dann nochmal in den Altrosa hier, in den, und versuche das damit ein bisschen auszublenden. Also so mit dem Pinsel geht das nicht so wirklich. Also doch, es geht schon, aber... Es gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich guck noch mal. Oh, so gefällt mir das. Es könnte höchstens noch ein Stück höher. Beim Großen drüber. So gefällt mir das. Eine Cut Grease zu ziehen, das werde ich jetzt ohne euch machen und wir sehen uns gleich wieder. So, Cut Grease ist gezogen. Für den Außenwinkel nehme ich dieses Lila. Das so. Reicht. Ich sprühe ungern an meine Pinsel und gehe dann ungern damit nochmal in die Lidschatten. Entweder mache ich mir das Fixing Spray auf die Hand und gehe dann so ein bisschen rein, weil ich habe das Gefühl, man macht die Lidschatten damit kaputt. Ich weiß es nicht. Kann auch Einbildung sein. Nur so ein bisschen außen. Andere Seite auch. Kamera. So bleibt es auch. Dann nehme ich diesen Pinsel und gehe in das Grün. Also wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so für Grün oder Mike's Grün, ja, habe ich noch nie so viel probiert und Blau mag ich überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Das ist schon geiles Grün. Und blende das hier so ein bisschen aus, dass das einen schönen Übergang kriegt. Das sieht schon, also mir gefällt's. Und man muss dazu sagen, die Farben sind jetzt nicht angesprüht. Also das ist nur halt Concealer auf den Augen. Ich gehe dann nochmal in das Rot rein, so etwas, und verblende das hier nochmal so ein bisschen ineinander, dass das ein schöner Übergang wird. Nicht schon so. Ich hole euch noch mal ran. Ja.
Und in den Innenwinkel werde ich diesen Ton hier nehmen. Den. Und gebe mir dann so etwas in den Innenwinkel. Sieht man kaum. Ja, das war es für mich eigentlich auch schon, was das Auge angeht. Die Foundation. Und zwar habe ich mir die von L'Oreal ja ausgesucht. Ja, ich finde sie gut. Also ich werde sie jetzt nicht weggeben, weil ich denke mal, dass da eh nicht viel drin ist. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Sie ist gut, aber beim Auftragen sieht man das. Also man natürlich sieht man es, aber das kann man nicht so gut in die Haut arbeiten. Aber nach der Zeit legt sie sich schön rein. Also sie creased nicht. Oder ich gehe mit dem Schwamm gleich rein und gebe mir das so leicht drauf. Also am Anfang finde ich sie auch ein bisschen trocken. Ich darf nicht so viel von der Foundation nehmen. Ja, also sie ist schon hell. Dadurch, dass ich so braun geworden bin im Sommer. Aber es geht dann schon. Also sie passt sich dann schon an, finde ich. Komischerweise werde ich nie im Gesicht braun. Der Körper ja, aber nicht das Gesicht. Wie macht ihr das? Also ich gebe mir meinen Concealer immer über die Foundation, um zu gucken. Also ich mache mir erst die Foundation drauf, gucke dann, was hat es abgedeckt, was nicht, wo brauche ich noch Concealer. Viele machen es ja auch unten drunter. Wie macht ihr das? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht? So, den Hals noch ein bisschen, nie vergessen. Also hier gehe ich nicht mit dem Pinsel rein, da gehe ich gleich mit dem Schwamm rein. Ja, sie ist schon hell. Also, wie gesagt, ich bin so braun geworden. Hier, das ist eigentlich meine normale Hautfarbe und jetzt dadurch durch den Sommer. Also sie sieht am Anfang sehr trocken aus, finde ich. Wie gesagt, sie deckt nicht alles an. Man kann auch Rötung sehen, hier zum Beispiel. Das reicht mir jetzt an Foundation. Ich habe mir ja so eine Concealer-Palette auch noch rausgesucht. Die finde ich in Ordnung. Die nehme ich auch zum Abdecken oder. Ja. Aber jetzt benutze ich sie, glaube ich, nicht heute. So, ja. Sie lässt sich, wie gesagt, gut einarbeiten. Man muss halt gut einarbeiten. Concealer nehme ich von Essence, den hier. Den habe ich genug. Einen Concealer-Pinsel nehme ich erstmal. Also ich gebe mir nie gar so viel Concealer aufs Auge. So, dann pudere ich mal alles ab. Und zwar nehme ich dieses von Catrice. Habe ich mal probiert bei meiner Schwester, da hat es mir nicht so gefallen. Aber jetzt im Moment gefällt es mir dann doch wiederum. Und dann nehme ich so einen fluffigen Pinsel dazu. Klopfe das immer gut ab und dann. Also ich bake nie. Das mache ich nie, weil ich unter den Augen sehr schnell trockene Haut kriege und deswegen mache ich da immer nur ganz leicht. Also das ist schon gut, das Puder. Es hat so einen ja, rosanen Einstich. Ich
Ich werde dort ein bisschen mehr Puder geben, wo ich konturieren möchte. Das Puder ist nicht schlecht. Wie gesagt, es hat mir am Anfang nicht gefallen, aber doch, das gefällt mir. Zum Konturieren benutze ich diese Palette von BH Cosmetics. Die ist auch ganz gut. Man hat hier auch ein Banana Powder zum Beispiel. Das vergessen hätte ich auch für die Augen nehmen können. Ich probiere es mal mit dem. Ich gehe erst in diesen hier rein, aber mit dem Pinsel in diesen dunkleren Ton. Die hat es richtig doll voll all out, die Palette. Und gebe das so ein bisschen hier drunter. Also so gefällt mir die Palette wirklich gut. Und gehe dann nochmal mit diesem Pinsel in das andere hier rein, also in das hellere. Sieht man das? Wenn ich hier reingehe, das pudert so sehr. Das ist extrem. Ich meine, mich stört es jetzt nicht, aber weiße Klamotten sollte man nicht anhaben, wenn man sich schminkt. So. Ja, das gefällt mir schon. So. Doch, das gefällt mir. Also man kann einen Unterschied zwischen dem und dem sehen. So, dann die andere. Krieg's nicht hin, die andere Seite genauso zu machen irgendwie. Die Seite finde ich jetzt ein bisschen besser hier gemacht. Christine, was machst du? Also es sieht fleckig aus hier. Warum? Irgendwie nimmt diese Stelle, genau diese Stelle, nimmt kein Produkt auf. Immer. Das ist immer so. Genau diese Stelle. Weil hier ist es ja okay. Naja, so, dann mische ich nochmal diese nochmal so ein bisschen an den Hals ran. Gut. Diese Palette, die bleibt auch. Ja, genau, so, ja, es gefällt mir schon. Zum Blush-Auftrag nehme ich den und da nehme ich aber jetzt nicht aus der Palette, sondern diesen und es ist noch ein rosaner. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich nehmen soll. Ich nehme mal den rosanen. Ich bin ja eigentlich nicht für rosa, also so, wie es hier, aber das wirkt, so wie es hier drin wirkt, ist es nicht. Das ist ganz leicht, man sieht es auch kaum eigentlich. Ich wollte es schon vorher mal aussortieren. Ich dachte, nein, den nimmst du nie. Das ist viel zu rosa, aber sehr leichter Blush und sehr natürlich, finde ich. Also, ich weiß gar nicht, von P2 genau. Wie gesagt, viele Produkte habe ich aus Kleiderkreiselpaketen oder. Also, es ist jetzt nicht so bumm. Ich kann ja noch mal den anderen drüber machen, so leicht. Ja, das sieht man zum Beispiel fast gar nicht. Aber ich finde den natürlichen Effekt doch, ich finde ihn gut. Es ist natürlich hier in der Palette hier auch einer drin, aber ich wollte jetzt diese probieren. Und dann probieren wir den Highlighter. Der ist... Also es gibt zwei, einmal so einen hellen, ich nehme diesen hier.
kann man sie ausschnurren. Also er ist jetzt nicht so. Andererseits. Doch, Mann. Ist auch sehr natürlich, finde ich. Sieht schön aus. Also mir gefallen die Paletten. Nichts mehr, was ich jetzt so testen wollte. Den Rest, das ist alles, ja, was ich sonst benutze, was ich nicht in meiner Box hatte und beziehungsweise eventuell aussortiert habe, das zeige ich euch gleich. Und dann mache ich mich mal so weit fertig und dann komme ich zurück und ich zeige euch, was ich behalte und was geht. Also das ist der fertige Look. Mir gefällt er. Ich zeige euch jetzt, was bleibt und was geht. Es waren 11 Produkte und 4 werden mich verlassen. Mein Sohn ist gerade wach geworden, also nicht wundern, wenn es mal hier so... Einmal das Puder von Catrice bleibt. Die beiden Blushes bleiben. Finde ich gut. Diese Cushion Foundation, wobei ich ja mit der Farbe nicht so zufrieden bin. Wobei es geht eigentlich, aber da ist nicht viel drin. Das wird nicht lange dauern. Dann ist das alle. Dann die von BH Cosmetics, die Face Palette bleibt. Die Lidschatten Palette bleibt von BH. Und diese Concealer Palette habe ich, glaube ich, von Amazon. Ich finde die aber nicht schlecht. Man kann da was machen mit, von daher gehen wird. Von Essence diese Palette. Die habe ich nur ein einziges Mal benutzt, und zwar diese 2 Töne hier. Na gut, die 3 und den Blush mal. Aber nur ganz kurz, es sind überhaupt nicht meine Farben. Der Blush ist mir viel zu dunkel, also so peachig mag ich nicht. Nein, die geht. Dann dieser Bronzer Stick oder was auch immer das ist. Der ist noch gut, aber von P2 geht. Auch nur einmal benutzt. Dann diese Palette von Essence, die Lippenpalette. Da habe ich nur, ja, da habe ich die ersten 3 Mal getestet. Das ist mir zu trocken. Ich mag das nicht. Geht. Und diese, das sind ja von Amazon irgendwelche Dupes oder was auch immer. Ich glaube, ich den benutzt und einmal diesen hier, aber nur separat mit dem Pinsel. Mir gefallen die nicht, die sind mir zu matt. Da wird sowieso einiges gehen noch an Lippenstiften, denke ich mal. Ich mag keine matten Lippenstiften. Ja, das geht. Also, die 4 Produkte werden mich verlassen. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns, ich denke mal, am Sonntag wieder. Ich suche mir jetzt gleich noch Produkte raus und werde das eventuell noch abdrehen. Vielleicht heute Abend, mein Sohn ist gerade wach, deswegen. Okay, ich danke euch und wir sehen uns später. Tschüss!